Na, geht's dir Gutes? Er wird heute das Treideschiff Elfriede ziehen. Mit knapp 20 Tonnen ist das schon eine echte Herausforderung. Hast du dich denn gut darauf vorbereitet? Ja, das hört sich gut an. Jetzt kann's losgehen mit der Schifffahrt. Sie ist im alten Ludwigskanal kaum mehr wegzudenken. Das Treidelschiff Elfriede. Mit 22 Metern Länge und einer Breite von 3,80 Meter hat sie schon einiges auf dem Kanal erlebt. Das weiß auch Kapitän Günther Zitzmann. Seit rund 15 Jahren erzählt er seinen Passagieren die Geschichte des sogenannten Treidelns. Die Kanalschiffe wurden von einem Pferd gezogen. Die Altmühl aufwärts treidelte man mit zwei Pferden. Für die Strecke von Kelheim nach Bamberg benötigte man ca. 5 Tage. Die wichtigsten Handelsgüter waren Holz, Steine, Kohle, Agrarprodukte. Also hier wurden auch Baumstämme transportiert, Wein und Bier. Aber mir sind die 110 Leute, die heute am Schiff sind, am liebsten, weil das wollen wir mit Wein und Bier, ne? So, bis 1863 war der Kanal rentabel mit einem Transportaufkommen von bis zu 200.000 Tonnen im Jahr. Nach dem Bau der Eisenbahnlinie hatte er nur noch für den Lokalverkehr Bedeutung. Im Zweiten Weltkrieg wurde er teilweise zerstört und 1950 aufgelassen. Seit 1954 werden die verbliebenen Reste des Kanals als Gewässer vom Wasserwirtschaftsamt unterhalten. Die Besonderheit der Schifffahrt, das Schiff treibt nicht von selbst, sondern wird von einem Pferd gezogen. Heute ist das Pferd Hias im Einsatz. Seit über 10 Jahren zieht er die Elfriede. Er ist speziell zum Treideln ausgebildet. Wir machen es so, wenn wir neue Pferde anlernen, fahren wir zuerst mal hierher, wo da ist, liegt das Schiff auch noch nicht im Kanal, und führen die Pferde erstmal ein paar Mal einfach die Strecke hin und her, dass sie einfach die Örtlichkeiten kennenlernen. Und vor allem müssen wir vorne auch unter einer Brücke durch, dass sie das einfach lernen und sich da nicht gruseln. Und dann, wenn dann einer das erste Mal vors Schiff gespannt wird, ist immer noch ein erfahrenes Pferd mit dabei, das er auch kennt. Und dann geht immer einer von hinten mit und einer geht vorne mit. Und dann wird eben dann auch beim ersten Mal anziehen, dass einfach noch jemand vorne zur Unterstützung mit ist, weil das doch am Anfang ungewohnt ist, gegen einen festen Druck dagegen anzugehen. Und die meisten haben das aber dann relativ schnell raus. Und dann ja, geht es dann einfach auch dran, dann vielleicht auch erstmal bei kleineren Fahrten, wo wir wissen, es sind nicht so viele Leute drauf. Und dann so wird sich das halt immer mehr gesteigert und so werden die dann alle angelernt bei uns. Eine Strecke von 4 Kilometern legt Hias entlang des Main-Donau-Kanals zurück. Während der Fahrt geht es vorbei an hohen Schilfsgewächsen, Wiesen und Obstbäumen. Für die Passagiere ist die 45-minütige Fahrt eine passende Gelegenheit, einfach mal abzuschalten. Die Gemütlichkeit, dass es so schön, langsam, geruhsam dahin geht. Keine Motorgeräusche. Dieses Gleiten, das Entschleunigen, ja. Zum einen natürlich ist das schon ein besonderes Erlebnis, weil man das ja nicht alltäglich macht. Und zum anderen ist es bei uns hier schön, weil wir halt als Gruppe was unternehmen und wir das Erleben halt zusammen haben. Alles, gehört alles dazu. Ja. Schöne Wetter und die schönen Obstbäume, die da rumstehen. Und die vielen Leute, die Freude an dem Schifffahrt haben. Die Informationen über den Kanal sind auch interessant, finde ich, wie das damals gegangen ist, sowas zu bauen und wer da dahinter steckt. Und schön ist es natürlich auch, dass eine Stimmung an Bord ist, ne? Also das macht schon Spaß. Heute eine Fahrt zum Träumen, in den 1930ern noch eine Fahrt mit einem wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaft in Bayern. Kurz vor Fahrtbeginn habe ich mir den Kapitän Zitzmann zu diesem Thema geschnappt. Welche Bedeutung hatte denn diese Schifffahrtsstraße für die Wirtschaft allgemein in Bayern? Ja, zu Beginn war er rentabel. Da wurden also wirklich viele, viele Güter auf unseren Treidelschiffen transportiert. Und leider Gottes hat dann aber die Eisenbahn immer mehr an Bedeutung gewonnen und es wurden auch immer mehr Güter über die Eisenbahn transportiert. Da konnten wir auch mehr abgelegene Locations und Örtlichkeiten bedienen. Auch der Ludwig I. hat
nicht einmal bei der Einweihung war er dabei, da hat er schon mehr die Eisenbahn favorisiert. Aber am Anfang war der Kanal und seine Transporte schon für die nähere Wirtschaft von Bedeutung. Aber leider Gottes nur sehr kurz. Ah, okay. Ich habe gesehen, ein Pferd zieht das ganze Schiff ja. Kannst du noch mal diesen Begriff Treideln überhaupt erzählen? Ja, Treideln. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Ich bin der Meinung, es kommt nicht von Trödeln. Aber man liest in den diversen Internetseiten, dass das auch Trödeln heißen könnte. Aber gedrehtes Seil habe ich schon mal recherchiert. Ein Treidelseil, ja, das ist gedreht. Ja. Es gibt da verschiedene Interpretationen vom Treideln, aber es ist also so, es wird ein Schiff von einem Pferd gezogen auf einem Treidelweg. Das Schiff heißt Treidelschiff und das Treidelpferd. Also das ist also hunderte oder tausende von Jahren schon her, diese Tradition. Und wir dürfen diese Tradition jetzt Gott sei Dank weiterführen und es macht uns auch wirklich sehr viel Spaß. Du hast ja gerade gesagt, das ist jetzt zu einer Sehenswürdigkeit geworden. Wann und warum hat man denn entschieden, mit dem Treideln dann aufzuhören oder diesen Wirtschaftsweg dann einfach nicht mehr zu nutzen? Geschichte, also der Krieg hat natürlich den Kanal erst einmal absolut das Ende gegeben. Also der wurde zerbombt und der war dann nicht mehr befahrbar. Ja, aber es hat natürlich dann schon das Treideln aufgehört, weil dann kamen die Motorschiffe. Aber man sieht noch Bilder, dass auch in den 1936er oder 40er Jahren noch Treidelschiffe mit Treidelpferde und Treidelführer unterwegs waren. Also der Krieg hat uns quasi das Treideln zerstört, weil der Kanal nicht mehr durchgängig befahrbar war. Die Elfriede hat aber quasi überlebt. Die Elfriede hat überlebt, die haben wir gefunden. Woher kommt eigentlich der Name Elfriede? Genau, gefunden haben wir das Treidelschiff in Nördlingen an der Donau. Und vom Wasserwirtschaftsamt, eine führende Person, hat entschieden, das holen wir raus, restaurieren wir wieder. Dann haben wir also 1995 das 150-jährige Bestehen vom Ludwig-Donau-Main-Kanal gefeiert, hier. Und hat dann das Schiff restauriert, hier auch wieder zu Wasser gelassen. Und der Name des Schiffs kam, weil eben der zuständige Verantwortliche vom Wasserwirtschaftsamt, seine Frau hieß damals oder heißt noch Elfriede, und hat gesagt, immer nicht lang rum, das Schiff heißt auch Elfriede. Also wir haben seiner Frau den Namen zu verdanken. Daher also auch der Name Elfriede. Zurück zur Schifffahrt. Rund 110 Personen haben auf der Elfriede Platz. Neben Günther Zitzmann ist auch Stefan Haas im Einsatz. Seit über 5 Jahren ist er Steuermann. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Wenn starker Seitenwind oder was ist, ne, dann ist es schwierig zu steuern. Oder wenn das Pferd einmal stehen bleibt und da ist kein Zug mehr drauf, dann kommt auch kein Druck auf die Ruder. Und dann kann man nicht mehr gescheit lenken, nicht mehr steuern. Bis jetzt verläuft die Schifffahrt aber reibungslos. Angst vor dem Kentern hat zum Glück niemand. Viel Angst habe ich nicht, nein, natürlich nicht. Ich habe da sehr viel Vertrauen, das schaut auch alles sehr sicher aus. Kein Problem. Erstens ist der Kanal nicht tief. Warum soll der kentern? Der ist breit, das Schiff, was soll das? Nein, also ich denke, wenn das früher das viele Holz ausgehalten hat, wird das uns schon auch noch aushalten. Also da habe ich gar keine Angst. Aber ich habe heute jemandem erzählt, dass ich zum Treideln gehe und dann hat die gefragt, ob ich da einen Neoprenanzug anziehen muss. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Das kentert nicht, habe keine Angst. Nein. Warum denn nicht? Na, wir sind schon mal gefahren, wir wissen, wie es ist. Das kann ich kentern. Keinesfalls. Warum denn nicht? Es geht so gemütlich vor sich und es ist ja gleich rechts und links Land da. Also ich glaube kaum, dass das ein Problem darstellt. Also die Badehose haben Sie jetzt nicht für den Fall der Fälle dabei? Na, leider nicht. Heute ausnahmsweise nicht. Kentern wird Elfriede auch in Zukunft nicht, sagen die Kapitäne. Für das Team ist das Treideln zu einem wahren Herzensprojekt geworden. Ich mache das seit 5 Jahren. Ne, und man lernt immer wieder neue Leute kennen. Ja, Hochzeiten, Geburtstage und es ist immer sehr schön, die Stimmung. Ja, und es macht Spaß. Faszinierend tut mich vieles. Mich fasziniert, mit Leuten zusammenzukommen, ja, unterschiedliche Mentalität, unterschiedlichen Charakters, ja, aber man muss damit auskommen und die meisten Leute gehen dann richtig entzückt, muss ich schon mal sagen, und bedanken sich und sagen, es war schön, mit euch fahren zu dürfen und das ist ein gutes Lob und schönes Lob und das hört man immer wieder gerne. Ich bin Pensionär und habe also Zeit und da nimmst du noch teil am Leben, wenn du bei so einem Job mitmachst. Also es macht Spaß.
Wer mit Elfriede auf dem Main-Donau-Kanal auch treideln möchte, am 1. September ist Günther Zitzmann mit Elfriede und seinem Team zum letzten Mal für dieses Jahr unterwegs. Die Fahrten beginnen jeweils um 13, 14, 15 und 16 Uhr und kosten für Erwachsene 7 Euro.